Aber klar, warum nicht? Ja, ich erinnere mich wieder. Dieser alte Schrein wird durch diese Sphäre aus Metall entzündet. Und diese Arme, diese Äste, sie verschaffen uns Zugang zur Zuflucht der Götter, zu Valhall. Bist du bereit? Sigurd, sei vorsichtig. Wir sollten die Werkzeuge der Götter nicht entweihen. Du sprichst nur für dich, Eivor, denn ich bin kein Sterblicher. Das erkenne ich jetzt. Ich weiß es. Nimm deinen Platz in der Mitte dort ein und du wirst es sehen. Okay. An welchem Punkt hält man das für eine gute Idee? Ist das Svala? Alkas Mutter? Heil dem Geber. Der Gast ist gekommen. Svalas Mutter war die Seherin, ne? Also die Mutter der Seherin dann. Wo bin ich hier? Achso, ich dachte, ich wäre wieder zu Hause. Da bist du ja. Sei gegrüßt, Ränger, willkommen. Kari kehrt zurück, um uns zum Sieg zu führen. Ich kenne aus den Sehnen was. Da hinten gibt es die erste Schlägerei. Er hat keine Freunde. Wir sind stolz, dir zu dienen, Habi. Bin ich jetzt echt in Valhall gelandet? Oh, Verzeihung. Eivor, Tyr sagte, dass du kommst. Willkommen. Bist du Valkas Mutter? Svala? Du hast ein gutes Auge, Wolfsmal. Nach all der Zeit, Eivor, sind wir endlich da. Nun erhebe dein Horn mit Freya und singe ein Lied vom Sieg. Sigurd, was geschieht hier? Dein Arm ist wieder da und deine Lebensfreude. Ewiger Ruhm, Eivor. Hier speisen wir in der Halle der Gefallenen. Endlich! Oh, ich möchte vor Freude schreien. Das ist alles so wundervoll. Deine Visionen, sie waren wahr. Das Schlachtwort erfüllt! Komm, Tür! Auf zur Schlacht! Kämpfe mit uns! Los, Eivor. Genieße den Kampf. Du hast dir deinen Platz hier verdient. Mit Fanclub sogar. Schön. Gegen was kämpfe ich denn hier? Ach so, gegen Gott. Hä, die kämpfen ja gegeneinander. Oh, ich bin ein bisschen overpowered, habe ich das Gefühl. Das ist alles nicht echt hier. Das kann doch nicht wahr sein. Was macht er da oben?
Der kämpft ja nicht mal. Warte, ich muss Leute auseinandernehmen. Geht das auch damit? Warte. Ich hab grad Spaß. Aber die spawnen einfach nach, oder? Ich kann jetzt nicht das ganze Schlachtfeld auseinandernehmen. Oh. ich komme ja schon. Warte, ein noch. So. Nee, nicht das Schlachtfeld auseinandernehmen, warum denn nicht? Der war mutig. Ach, ich soll gegen ihn jetzt kämpfen. Und dann. Das Ort ist unglaublich. Genug des Geplänkels. Lass uns gegeneinander kämpfen. Der Kampf, der schon lange aussteht. Halt dich nicht zurück. Hier müssen wir nichts fürchten. Ich habe aber einen Cheatcode angegeben. Hast gesehen gerade. Entschuldigung. Bruder! Keine Sorge, Eivor. Hier verdienen wir uns keine Narben, nur Kampferfahrung. Es ist zu Ende. Oh nein, was? Was ist geschehen? Täglich grüßt das Murmeltier. Den Film müsste ich auch mal wieder sehen. Das ist doch absolut langweilig. Wenn man jeden Tag dasselbe macht, ohne was zu verändern, das ist doch... Wer will denn das? Guck, wir haben immer noch keine Freunde. Ah, ich sehe schon, wir sind hier ein bisschen in der Matrix. Hier fehlt aber jemand. Sigurd, dein Arm ist nachgewachsen. Er war nie weg, Eivor. Nicht wirklich. Nichts hier ist von Bestand, weißt du nicht mehr? Nichts außer dem Mut und dem Ruf der Krieger. Sind wir hier unsterblich? Lass es uns gemeinsam heraus. Ein neuer Tag? Gut, dann lohnt es natürlich wirklich nicht, wenn ich alle auseinandernehme, das ja. So, legt er gleich los? Wo ist er denn? Hä? Bis ins Mark getroffen. Wieder hast du deinen Arm verloren. Zurück. Vater, bist du es? Das war doch unmöglich, mein Vater. Es wird zum Ende hin nochmal spannend, falls das das Ende ist. Havi kehrt zurück, um uns zum Sieg. Skoll! Skoll! Nimm dein Horn, fall ein in den Kriegsjubel. Stalde des Kriegs und der Verse, wie gefällt dir das Getümmel bisher? Es ist wirklich einzigartig. Hebe dein Horn, Eivor. Was hält dich zurück? Mein Vater, Varin. Hast du ihn in dieser Halle gesehen? Nein. Sollte er hier sein? Nein, er starb als Feigling. Doch bei Odins Auge. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Vergiss deine Sorgen in Valhall. Such nicht weiter. Wir haben verdient zu feiern. Wir sind angekommen.
Ich habe dich gesehen, Vater. Wo bist du? Komm und zeig dich. Wir sind stolz, dir zu dienen, Harvey. Große Krieger, habt ihr Varin gesehen? Wen? Varin, meinen Vater. Varin! Vater! Mist, ich kann die Kamera nicht drehen. Wo ist er hin? Da. Er ist auch der Einzige mit einem roten Umhang hier, ne? Und ich bin der Einzige, der nicht laufen kann. Jetzt kann ich laufen. Verdammt. Wo ist er? Gucken wir mal. Na, er sitzt hier schon wieder dumm rum. Warte mal, kann ich von hier aus irgendwie was sehen? Bäh. Geh weg. Nee, ich sehe keinen mit Umhang. Soll ich wahrscheinlich auch noch gar nicht. Ich dachte, ich guck trotzdem mal. So, ein weiteres Mal. Bist du diese Verwundung nicht leid? Niemals! Da ist er schon wieder. Warte. Vater! Au! Ganz komisches Gefühl. Eivor, du hast Besuch. Kannst du nicht anklopfen? Unsinn. Hier ist jemand für dich. Sieh nur. Mein Eivor, du bist es. Und was für ein Krieger aus dir geworden ist, ich platze förmlich vor Stolz. Wie bist du hierher gekommen? Erinnerst du dich nicht an unsere große Schlacht? Erinnerst du dich, dass wir Seite an Seite kämpften mit deiner Mutter und Sigurd und den Clans? Wir haben gekämpft. Du nicht, Vater. Du starbst als Feigling. Eivor, freu dich doch. Dein Vater ist zurückgekehrt. Hast du etwa deine Lust am Leben verloren? Das war nicht mein Vater. Das war eine Lüge. Das war keine Lüge, sondern mein Geschenk an dich. Ich habe Macht hier. Kann tun, was mir beliebt. Du wolltest deinen Vater sehen und ich machte es möglich. So einfach ist das. Laut Odins Gesetzen gehört mein Vater nicht an diesen Ort. Ich will ihn nicht sehen, wo er nicht sein sollte. Dein Vater tat, was er konnte, um dich zu retten. Er starb, um dich zu schützen und seinen Clan. Nein. Er... Das ist das Ende unserer Reise, Eivor. Das ist Valhall. Das sind die goldenen Felder. Und jetzt kommt, die Schlacht wartet. Was ist mit Sigurd? Wieso merkt er nicht, dass das gar nichts ist? Wie ist all das möglich?
gelangen die Gefallenen hierher? Da musst du eine Valkyria fragen. Nein, das glaube ich nicht. Hier stimmt etwas nicht. Verzweifle nicht, Eivor. Sieh nur, deine Freunde sind hier. Alle, die du dir wünschen könntest, sind an deiner Seite. Nein, sie sind nicht echt. Dieser Ort ist eine Lüge. Dieser Ort kann sein, was immer du dir wünschst, Eivor. Ich will ihn nicht. Jedenfalls nicht so. Du hättest also lieber einen leeren Tod? All die Erregung hier ist Illusion. Lieber kärcht sich wie ein Rabe, als ein verlogenes Lied zu singen. Illusion hin oder her. Hier gibt es keinen Tod, keinen Schmerz, keinen Verlust, keinen Verrat. Nicht wieder draußen. Willst du das? In einer Lüge leben? Ich bin eine alte Frau in einem gebrochenen Körper. Ich habe nur ein kurzes Leben vor mir. Also sagte ich meiner Valka Lebewohl und kam hierher. Ich wünsche dir alles Gute, Svala. Doch das hier ist nichts für mich. Ich muss Sigurd finden. Ja, kein Tod, kein Verrat, kein gar nichts. Das heißt aber auch keine Veränderung und auch keine Herausforderung. So, wo sitzt der Armlose? Jetzt ist er wieder da. Vor allem, wenn er hier alle Macht hat, ne? Macht ihn das ein bisschen an, immer den Arm zu verlieren? Der Arm, immer der verfluchte Arm. Sigurd, das ist nur ein Trugbild, ein Streich. Komm mit mir zurück nach Englerland. Unsere Leute brauchen uns. Nein, in dieser Welt bin ich ein Niemand. Doch hier bin ich jemand. Mächtig. Fähig. Ein Gott. Hier lebe ich für immer. Hier kann ich nicht sterben. Kühe sterben. Familien sterben. Du musst sterben. Das Einzige, das nie stirbt, ist die Erinnerung an den Ruhm der Gefallenen. Hier drin besitzt du keinen Ruhm. Doch da draußen ist es noch nicht zu spät. Jeden Tag derselbe leere Krieg. Derselbe sinnlose Sieg. Vergossenes Blut, das nach Wasser schmeckt und nach Gras riecht. Du kennst die wahre Schlacht. Echten Ruhm. Hier findest du nichts davon. Das weißt du doch. Bruder. Es wird Zeit zu gehen. Ist es mein Schicksal, dir überall hin zu folgen? Bis an mein Ende? Na schön. Gehen wir. Nein, du bleibst. Ich erlaube dir nicht zu gehen. Bin ich jetzt in der Gestalt von Odin? Es ist mir eine Ehre, neben dir zu gehen, Eivor. Bis ans Ende aller Zeiten werden Krieger deinen Ruhm besingen.
So sah ich doch in der Vision aus, als ich Odin war. Du trägst das Wolfsmal. Du standest am Rande des Todes und kämpftest dich zurück. Du hast genug Rabenwein im Kampf vergossen, um ganze Königreiche rot zu färben. Du hast Könige getötet und Könige gekrönt. Du hast dich niemandem gebeugt. Du warst standhaft, wo dein Bruder ins Straucheln geriet. Und doch hast du ihm geholfen. Leben hast du viele große Gegner gefällt. Du hast dir deinen Platz hier verdient, Eivor. Ergreife ihn. Geh zur Seite. Meine Leute brauchen mich. Ich habe dir alles gegeben, was du wolltest. Alles, was du gebraucht hast. Ich verdanke dir gar nichts. Das war ich allein. Ich habe dir den Weg bereitet, deine Axt geführt. Du warst eine Fliege in meinem Ohr. Du wagst es, mich zu leugnen. Alles, woran du glaubst, steht hier vor dir. Und doch zweifelst du. Du zweifelst an den Göttern. Na klar. Oh, holy. Ah, ich hab einen Gott getroffen. Träumen uns nicht an. Lehren träumen uns nicht das Fürchte. Treiben träumen uns nicht zu größten. Dann habe ich genug von Träumen. Ah! Feudality. Eivor, steh auf. Meine Axt nicht werfen oder so? Ja, komm her, du! Ach, zu früh. Oh, auch zu früh. Oh, der ist ganz schön hart. Oh. Kann ich hier sterben? Also das war jetzt keine Bitte, sondern eine Frage, ob das geht. Was zur Hölle? Ach, verdammt, diese schnelle Attacke, ne? Die sehe ich immer nicht kommen. Was? Odin lenkt deine Axt? I. Heißt das, ich soll ihn jetzt boxen? Ich boxe ja auch so. Ja. Ergreife deine Axt. Bringe sie wie ein wahrer Krieger. Gut, dann prügel ich mich halb mit Odin. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber. Ach, dieser Angriff, ne? Schnellen Angriff. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Ah, oh, dammit! Hä? Soll ich jetzt die Axt hier nehmen oder warum zeigt ihr mir das immer wieder? Da hinten steht jetzt noch einer. Wow, wow, lass mich doch erstmal aufstehen, Kollege Schnürschuh.
Mist. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich ihn besiegen kann, weil sonst hätte man ja irgendwie eine Energieanzeige oder sowas. Aber irgendwie... Ich glaube, ich mache irgendwas richtig. Sonst würden da hinten ja nicht immer mehr Leute auftauchen. Au! Werd ich schneller? Hm. Ah! Dieser Angriff, ne? Den sichern wir erst, wenn er auch durch mich durch ist. Oh. Er zeigt mir mal die Axt. Lass mich aufstehen. Guck mal, da hinten sind vier. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich finde doch schön, dass ich das hier verbessern kann. Aber ich kann doch dabei nichts machen. Ein Tipp an sich ist okay, aber halt bitte nicht spoilern, also nicht würde ich voraussagen. Aber dass ich Odin nicht töten soll, habe ich mir irgendwie gedacht. Ich muss nur noch herausfinden, was genau er von mir möchte. Irgendwas mit der Axt. Und ich meine, er zeigt auf die Tür, aber ich will da nicht hinrennen. Ich mag es nicht, wenn Spiele mir sagen, was ich machen soll. Zuerst stehen da vier. Okay. Leg die Axt nieder. Aber es sind nur noch vier da. Ich geh da mal hin. Halt, der piekt mich gleich. Ich leg die jetzt nieder. Kann ich die wegwerfen? Nee. Achso, ja. Ich rolle ja gerade. Au! Wie unfair. Zack. Wegwerfen kann man die nicht, ne? Nee. Dam-da-dam. Ich geh da mal hin. Mehr als vier Leute sind ja gerade nicht. Under.